Morgen. Und zwar, guten Morgen. It's great to be here. Es ist wunderbar hier zu sein. What it really is an honor to be stood with you, my family. Und es ist hier heute ein Vorrecht, morgens hier heute zu stehen bei meiner Familie. Yes, so you are my closest relatives. Ja, ihr seid meine nächsten Angehörigen. In Doxadale. In Doxadale. Yeah. And it is really a thing I want to say thank you to yourself and to Lizzie for the opportunity to be here. Ich möchte natürlich auch schön Danke sagen, Bastian und der Lizzie hier zu sein. And I'm really grateful for the drilling. Und ich bin sehr dankbar auch für das Bohren gestern. But more than that, I'm very grateful I don't have to wear these shoes. Und ich bin noch dankbarer, dass ich heute Morgen jetzt nicht die Schuhe tragen muss. And welcome to everybody online today. Und auch herzlich willkommen jeder, der es jetzt online zugeschaltet hat. It's really great to share in this moment together. Es ist gigantisch jetzt einfach diesen Moment miteinander zu teilen. And I'd love people to be brave today and just raise a hand if it's your first time with us. Und vielleicht oder ich möchte mal fragen, wer so mutig ist und heute vielleicht zum ersten Mal da ist. This kann man is die Hand awesome. Heben. Ja, es ist gigantisch, dass ihr da seid. It's also mine. Ja, ist auch mein erstes Mal. So, hand up, please. Oh yeah, yeah. Sorry, it's also mine. Thank you. Okay. It's been brilliant visiting Stuttgart many times, but now it's great to be with the family. Ja, es ist schön, dass ich schon auch Stuttgart besuchen durfte, aber jetzt tatsächlich mit der Family das erste Mal. I want to invite you to open your hearts. Und ich möchte dich einladen, einfach dein Herz zu öffnen. Not to me. Nicht für mich. But to the Spirit of God. Aber für den Geist Gottes. And to the Word of God. Und das Wort Gottes. And to everyone online, it's just as real for you. Und auch für euch, die ihr von zu Hause schaut, seid es genauso auch für dich. We sometimes have these ideas. Manchmal haben wir die Ideen, that God can only work within certain environments. Dass Gott irgendwie nur in einem bestimmten Raum and he only arbeiten works on a Sunday morning. Kann. Und er wirkt nur am Sonntagmorgen. Or when we're in the group together. Und nur wenn wir in der Gruppe zusammen sind. Or when we were last night here with the band. Oder als wir letzten Abend da waren hier mit der ganzen Band und den Lobpreisern. And actually, we just sang a song. Und wir haben gerade einen Song gesungen. That declares the faith. Das über den Glauben spricht, that God is at work, dass Gott am Werk even when ist, we don't see it, auch wenn wir es nicht sehen, even when we don't feel it, auch wenn wir es nicht fühlen. And this is the God who says, I love you, my sons and daughters, I love you. Ja, das ist der Gott, der uns zusagt, ich liebe dich, mein Sohn und meine Tochter. Amen. Amen. Ja. Dann? Not quite. Not. Okay, good. Today we're carrying on in the series of what it is to follow. Ja, wir gehen heute weiter in der Predigtserie und wir fragen uns, was es bedeutet, nachzufolgen. We're talking about being led, living a life guided by the Holy Spirit. Und wir reden heute Morgen darüber, was es bedeutet, ein Leben zu leben, das geführt ist vom Heiligen Geist. And I have this conviction. Und ich habe die starke Überzeugung, that it doesn't matter whether it's your first time ever engaging with Jesus. Ob es dein erstes Mal ist, wenn du dich mit Jesus auseinandersetzt. Of how many times, or you've lost count. Du weißt gar nicht mehr, wie oft du dich schon mit Jesus auseinandergesetzt hast. God wants to speak, he wants to renew, he wants to remind. Ja, Gott will immer reden, er will erneuern, er will dich dran erinnern. So before I go into some of these things I really sense God wanted to say today, I want to say one quick thing. Bevor ich jetzt in die Predigt gehe, möchte ich noch eine Sache sagen. So the song we sang, Waymaker. Ja, das Lied, das wir gerade gesungen haben, Wegbereiter. We're singing, declaring that this is who God is. Ja, wir singen und wir drücken dadurch aus, wer Gott ist. And as I'm stood there, und als ich da gerade stand bei dem Lied, I hear God habe ich Gott reden singing hören, this over us. Dass er das auch über uns aussingt. With him, mit ihm. He wants to see us be the waymakers. Er möchte uns sehen als die Wegbereiter. The miracle workers. Diejenigen, die Wunder the ones who hold true and fast the promises of God. Die Menschen, die an den Verheißungen Gottes the light festhalten. In the darkness. Das Licht in der Dunkelheit. Come on. Ja, wir haben heute Morgen Unterstützung, ja. Yeah. And so Lord Jesus, today we honor you. Ja, Jesus, wir ehren dich heute Morgen. And the Holy Spirit, we want to know more and learn more about you. Und Heiliger Geist, wir wollen dich besser kennenlernen und mehr von dir lernen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. We have a model to follow. Wir haben ein Modell, dem wir nachfolgen. I don't know if you've ever thought about this. Und ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast. But there is a model to follow. There is a way. Aber es gibt ein Modell, dem wir and nachfolgen. And it has been shown to us. Und es ist uns der Weg ist schon gezeigt, wie wir das tun können. Through Jesus. Durch Jesus. And I just want to take us to a couple of portions of scripture that Jesus
is recorded to have said. Und ich möchte euch am Anfang so ein paar Bibelstellen nehmen, wo aufgeschrieben wurde, was Jesus gesagt hat. One's in John chapter 5 and one's in John chapter 12. Und eine Bibelstelle im Johannes 5 und die andere im Johannes 12. And now I'm going to hand over to our esteemed gentleman. Jetzt gebe ich on my right. Genau, gebe ich das Wort dem Bastian, der das für uns liest. Da heißt es in Johannes 5, heißt es, ihr könnt es mitlesen oder entweder auf der Folie oder auch gerne in euren Bibeln. Da heißt es, zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Brilliant. Brilliant. Jesus says, I see what the Father is doing. Jesus sagt hier, ich sehe, was der Vater tut. He models to us that in his own capacity to see, he recognizes God. Ja, Jesus zeigt uns hier in seiner Kapazität eben zu sehen, was der he Vater recognizes tut. God at work. Und er anerkennt damit, dass Gott am Arbeiten he ist. He recognizes where God is giving direction. Ja, there's something about seeing. Ja, beim Sehen erkennt er, wo Gott führt, wie er Richtung gibt. But also, there's something amazing he says in chapter 12. Also hier geht es um das Sehen, aber es gibt auch was Fantastisches, was Jesus im Kapitel 12 im Johannesevangelium sagt. Da heißt es, Jesus aber rief mit lauter Stimme, wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat, und nicht in der Finsternis bleibt. So there's something that Jesus recognizes in his sight of what the Father is doing, but also he recognizes there's something that he hears that God is speaking to him and leading him. Ja, es geht also nicht nur darum, wie in der ersten Bibelstelle, dass Jesus etwas anerkennt durch Sehen, sondern hier in der zweiten Bibelstelle, dass er auch etwas hört. I'm so glad John wrote this. Und ich bin so froh, dass Johannes das aufgeschrieben because hat. Because now I get to look back. Weil ich jetzt zurückgucken kann. And I get to look at my Lord and my Savior. Und ich kann an Jesus als mein Herr und Erlöser und mein König and zurückdenken. And he is showing me this is the way to do it. Und er hat mir gezeigt, wie ich es auch tun kann. And you too, we get to see today as we're sent out into the world as his disciples. Und genauso ist es auch für dich, du kannst genauso sehen, wenn wir jetzt in die Welt gesandt sind als Jünger, wie wir das tun können. That we get to also walk in the same pattern. Ja, und dass wir anfangen können, im gleichen Muster ihm nachzufolgen. What does this look like for us? Und wie sieht es konkret für uns aus? What does this look like for you? Wie sieht es konkret für dich aus? I can't answer that for you. Ich kann das nicht für dich you beantworten. Need to answer that. Das musst du für dich selber and, beantworten. And pursue the journey of learning the voice of God and seeing, experiencing what it is to see him. Und danach streben und nachjagen, wirklich die Stimme Gottes zu hören und zu sehen, was der Vater tut. A quick question. Eine kurze Frage. Am I going too quick? No, it's good. All right, okay. I try to follow. Just a quick story, a personal journey of mine. Eine kurze Geschichte von mir persönlich. When I was studying at university, I also worked at the same time. Als ich an der Universität studiert habe, habe ich zur gleichen Zeit auch gearbeitet. And when I was about 19 years old. Und ich war 19 Jahre and alt. And my boss came to me and said, "Listen, we've put you forward for an opportunity to develop." Und mein Boss kam dann auf mich zu und hat gesagt, hey, wir wollen dich gern auf den Weg nehmen, um dich and zu we entwickeln. Want you to take responsibility for one of our businesses, stores. Und wir wollen, dass du für einen unserer Läden die Verantwortung übernimmst. And I thought, wow, und promotion. Ich dachte, wow, eine Beförderung. I'm 19. Ich bin 19. Oh, the favor of God. Und die Gunst Gottes ist auf meinem Leben. Yes, I'm making it in life. Yes, ich mach's wirklich. Mach's I went wirklich home, I told my Leben. Family, hey, listen to this. Und ich habe meiner Familie das erzählt. Hey, hört mir mal zu, was mir passiert and, ist. And as part of this almost recognition of the company. Und Teil von der Anerkennung auch der Firma. They also Bezug, sent me to London. Da wollten sie mich nach London for a weekend. Schicken, für ein ganzes Wochenende. All paid for. Alles bezahlt. All travel. All die Reisekosten.
to connect with one of their London stores, um dort in London mit den Leuten oder mit dem anderen also Laden to attend zu connecten, aber auch um was zu besuchen. The first FA Cup final in the new Wembley Stadium. Nämlich das erste englische Pokalfinale im neuen Wembley Stadium. Was this not the favor of God? War das nicht die Gunst Gottes? My team were playing und they were good then. Mein Team hat sogar dort gespielt im Finale und da waren sie noch gut. Manchester United. Das Manchester United. Who's that? Yeah. I don't know. So but in the same week, aber in der exakt gleichen Woche, I was so dedicated to the local house, to the local church. Ich war jemand, der richtig involviert war für die lokale Gemeinde. Please hear my heart in this, okay? Und hört mein Herz da drin. And I knew that God wanted me to step into areas of ministry in the local church. Und ich wusste, dass Gott mich auch herausfordert und einlädt, in mehr Verantwortung zu kommen in der lokalen Gemeinde, wo ich Teil war. And my pastor of the time asked me, will you take responsibility for the worship? Ja, und in dieser Woche fragt mich ausgerechnet mein in the same Pastor week. In der gleichen Woche, ob ich nicht die Verantwortung für den Lobpreis übernehme. Yeah, in the same week and I realized, oh, these two things, they're going to clash. In der gleichen Woche und ich habe gemerkt, okay, die zwei Dinge, die kollidieren jetzt. Right, so which one's the favor of God? Okay, was ist jetzt die Gunst Gottes? Okay. Welches von den beiden? And this is just an example, a small example, because I didn't know what to do. Und das ist nur ein kleines Beispiel, aber ich wusste jetzt nicht, was ich tun soll. And as much as my parents were devoted followers of Jesus, I didn't want to go and talk to them about this. Und obwohl meine Eltern auch richtige leidenschaftliche Nachfolger von Jesus sind, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, mit denen darüber and reden I spoke zu müssen. To a really good friend. Und da habe ich angefangen, oder ich bin dann zu einem guten Freund gegangen, um and, mit ihm drüber and zu reden. And he said to me, I've learned that in moments of making decisions. Und der Freund hat mir gesagt, ich habe gelernt in diesen Momenten, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. If I have peace. Wenn ich Frieden habe. Same could be say if I don't have peace. Oder man könnte auch sagen, wenn ich keinen Frieden I habe. I know whether it is the Spirit of God. Dann weiß ich, ob der Heilige Geist es ist. Leading me. Der mich hier gerade führt. And long story short, und eine lange Geschichte kurz zu machen. I said no to the opportunity. Ich habe nein zu dieser Möglichkeit gesagt in der Firma. And I stepped into leading the worship ministry. Und ich bin da hineingetreten in diese Verantwortung, den Lobpreis zu leiten. And on a personal level, und auf einer persönlichen Ebene, that was a game changer. War das wirklich ein Game Changer, ein Spielveränderer? I did not know that at the time. Und sorry, I was that a term you don't use? No, was we that say okay? Also game changer. All right, brilliant. Brilliant, huh? Awesome. Yeah. That was a game changer. Das war wirklich ein game changer. You know, when we talk about living a life that is guided by the Holy Spirit. Und ich möchte jetzt drüber, wir sind ja dabei, dass ich gerade drüber rede, wie ich ein Leben leben kann, das geführt ist durch den Heiligen Geist. We have to realize. Da müssen wir auch anerkennen. We are not the first church to be wrestling with this discussion. Ja, und während ich darüber rede und predige, da müssen wir erkennen, wir sind jetzt nicht die erste Gemeinde, die sich fragt, wie generations funktioniert das? Have gone before. Generationen sind schon vor uns gegangen. What confidence is that for us? It's great. Ja, ist doch eine coole Ermutigung für uns, das zu wissen, dass die genauso überlegt haben, wie werden sie durch den Heiligen Geist geführt. So we have this model, but also also wir haben dieses Modell Jesus. We should expect to see the kingdom of God. Wir haben also das Modell Jesus und gleichzeitig dürfen wir erwarten, dass auch das Reich Gottes sichtbar wird. Here's the thing about the kingdom. Und das ist hat ja hier geht's ums Reich Gottes. It has come. Und es ist wichtig zu wissen, es ist gekommen. It was announced by John. Es hat oder wurde angekündigt bei Johannes dem Täufer. Jesus came. Und Jesus kam dann. And the kingdom came through him. Und das Reich Gottes kam durch ihn. Are you ready for a big statement? Seid ihr bereit mal so für eine große Aussage, die ich jetzt the sagen kingdom will? Of God advances through us. Das Reich Gottes, das breitet sich aus durch uns. Thank you. Amen. Come Amen. On guys. Dankeschön. Amen. This is really great. It's amazing. It's a big statement. Ist eine riesige Aussage. And you know, we're going to look at a portion of scripture in Galatians and we're going to go through a few verses. Und wir wollen gleich uns noch eine Bibelstelle im Galaterbrief and angucken. And the church in Galatia was led astray. Und die Gemeinde in Galatien, also die Galater, die sind auf die Irre geführt worden oder sind vom Weg abgekommen. By people who were trying to teach that you mix
the old covenant and the new covenant. Weil es da wieder Leute gab, die das alte, den alten Bund wieder in den neuen Bund hineinbringen und vermischen wollten. But Paul says, no, you don't do these things. Aber Paulus schreibt und sagt in seinem Brief dadurch, nein, das macht ihr nicht diese Sachen. He knew that if you mixed the old with what Jesus brought, it would create a mess. Und er, weil Paulus wusste, wenn du das alte nimmst und es wieder mit dem neuen verbindest, dann geht nur ein And so we're going to see how to live guided by the Spirit and not by the practices and the religious activities. Und hier wir sehen schon ein Beispiel, wie wichtig es ist, vom Geist Gottes geführt zu sein. So in Galatians chapter 5:18. Und nicht von den alten religiösen Wegen. Und hier in Galater 5:18, da heißt es: Thank you. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Do you know the kingdom isn't seen in our practices and in our attempts? Ja, das Reich Gottes, das wird nicht einfach nur in unserem Verhalten, unseren Praktiken sichtbar. It's seen in a personal king. Es wird sichtbar durch einen persönlichen Herrn, und das ist Jesus. And you know, as we read this portion of scripture from verse 18 through to 21. Und wenn wir die Bibelstelle, wenn ihr die lest von Vers im Kapitel 5, Vers 18 bis 21, we actually see that there, by implication, dann sehen wir dort in dieser Bibelstelle, if we live guided by the Spirit, dann sehen wir, dass wenn wir leben, ein Leben geführt vom Heiligen Geist, we don't prioritize the practices, the works of the flesh. Dann schauen wir nicht mehr nach den Dingen, die unsere eigene Natur wollen. We inherit the kingdom of God. Sondern wir schauen nach den Dingen, die wichtig sind im Reich And Gottes. And you know, when I think back to that story where I had that decision to make. Und wenn ich zurückdenke an diese Geschichte, die ich euch erzählt habe, wo ich diese Entscheidung And treffen I had musste. That peace. Und ich diesen Frieden I knew that I was being led by God in that moment. Dann wusste ich in diesem Moment, dass ich vom Heiligen Geist geführt bin. And it became a doorway opportunity. Und es wurde plötzlich eine riesige Tür für mich aufgetan. Not to just see in that moment. Nicht nur in diesem Moment. But to expect in every moment the kingdom of God. Aber dann auch in Zukunft zu erwarten, dass das Reich Gottes vorankommt. Remember, we're not the first church to be journeying like this. Erinnert euch nochmal, was ich gerade gesagt habe, dass wir nicht die erste Kirche sind, die Generations have come and gone before. Wie wird man von dem Heiligen Geist geführt? Yeah. Generationen sind schon vor uns gekommen und haben das schon vor uns bewegt. And I think all we can do is desire to do our best to model what Jesus modeled. Und das Beste, was wir tun können, ist wirklich das auch zu tun, was Jesus uns schon vorgelebt hat. So can I invite everybody? Kann ich euch alle einladen? To get our measurements right. Um wirklich unsere Messgeräte oder das, was wir messen, dass wir das Richtige da haben. Galatians 5:22-24. Listen to these words. In Galater 5:22-24, da heißt es: Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe und Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Well, how do you, when you engage in your things of life, do you reflect on whether it was a success or not? Wenn du drüber nachdenkst an deine unterschiedlichen Lebensbereiche und dein Leben, wie definierst du dann für dich, ob das jetzt erfolgreich, fruchtbringend war oder nicht? What gives you confidence? Was gibt dir hier denn das Vertrauen? What gives you the sense of yes, we hit the mark? Was gibt dir das Gefühl, jawohl, das war jetzt genau richtig? I look at this and I see these amazing fruit. Und wenn ich an das an die Bibelstelle hier denke und das sehe, dann sehe ich diese unglaublich tolle Frucht. And I wonder, und ich wundere oder frage mich, how much is the church? Wie viel generally? Yeah, how much has the church generally placed more priority on the activities that we're involved in than the fruit
of the Spirit in our lives. Und ich frage mich im Generellen, wie viel oder wo setzt die Kirche ihren Schwerpunkt auf die Frucht, die entstehen soll, oder oft auf das, was wir einfach tun? Let's get our measurements right. Let's get our metrics correct. Ja, lass uns, wenn wir leben, wirklich schauen, was messen wir, das, was wir tun, oder das, was rauskommen soll. And I just want to read verse 25. Und ich möchte noch Vers 25 lesen. Because it doesn't stop there, right? So 25 says. Ja, weil bei 24 hört es ja noch nicht auf. 25 sagt, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben wollen, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Oh. Okay, there's not enough excitement. Please read it again. Also, da ist noch nicht genügend Begeisterung. Ich lese es nochmal. Da heißt es, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Amen, ja. So there's a sign here. I don't know if you can see it. Da ist ein Zeichen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. And so to everybody online, I hope you can see this. It's a post. Ja, hier ist einfach so ein Meilenstein. And there's some signs on there. They are arrows. Und auf diesem Wegweiser, da sind kleine Schildchen mit Pfeilen. In the United Kingdom, if you are doing a walking route, you have these posts. Ja, und im Vereinigten Königreich, wenn du dich auf eine Wanderung begibst, dann sind diese Wegzeichen. And these posts have little arrows on them. Und diese Wegzeichen, die haben so kleine Pfeile. And depending on where you are in the country. Und abhängig von dem, wo du gerade im Land bist. Some of the routes are difficult and some of them are easier. Ja, da gibt's eben bei uns im Vereinigten Königreich gibt's richtig schwere Routen und manche arrows. Einfache Routen und die Pfeile, die weisen dir den Weg. And so you walk, you follow these arrows und on the route. Während du da auf diesem Weg, auf dieser Wegstrecke bist, da folgst du diesen Pfeilen. And it got me thinking, we don't keep in step with the fruit of the Spirit. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, dass wir nicht dass wir nicht einfach nur der Frucht hinterherjagen. We keep in step with the Spirit who bears the fruit. Sondern wie es in der Bibelstelle heißt, halten wir Schritt und Tritt mit dem Geist, der diese Frucht hervorbringt. And I think what we're talking about today is recognizing these little arrows. Und über was wir heute Morgen reden, ist, dass wir diese kleinen Pfeile erkennen, die uns den Weg führen und leiten sollen. How much did I reflect God? Wie viel habe ich darüber nachgedacht, Gott? How much did the love come through in this moment? Ja, und wie viel von dieser Liebe ist durch mich sichtbar geworden? And remember, I'm not asking a judgmental question. Und ich frage hier nicht, wenn ich so eine Frage stelle, irgendwie eine richtende Frage. I'm actually asking the question that we should measure our lives on, rather than stats and numbers and ja, ich stelle einfach nur zur Frage, was wir messen in unserem Leben. Geht's um Zahlen und Nummern? And my story became a doorway to get my measurements right. Und meine Geschichte, die ich erzählt habe, die wurde that experience of knowing the peace of God in making a decision and being living a life guided the Holy Spirit, it changed so much. Okay, damals diese So I say it again. I lost the arrow. I'm so sorry. Okay. No. Follow the arrow. So so in my life, in meinem Leben, and when I look back at that moment in particular, wenn ich zurückgucke an diesen Moment, wo ich diese Entscheidung treffen musste, the experience that I had of knowing the peace of God, diese Erfahrung, die ich hatte, hier den Frieden Gottes zu spüren, was a lesson for me that I've been able to carry through. Das war wirklich eine Lernerfahrung, die mich durchgetragen hat. I know what it is to live a life guided by the Spirit. Und jetzt zu wissen, was es bedeutet, ein Leben zu leben, das geführt ist durch den Heiligen Geist. And sometimes, and this might shock you. Und manchmal, und das mag dich vielleicht schockieren, messe ich das auch. Also da mache ich das total falsch. But God isn't there with a stick. Aber Gott ist nicht da mit einer Rute. You know, his Spirit is just pointing us again. Sondern der Geist Gottes hilft uns und der lädt uns ein, lauf mit mir. Walk with me. Lauf mit mir. Walk with me. Lauf mit mir. He says to you, walk with me. Sagt er zu dir, lauf mit mir. Yeah. I don't know your lives. I don't know what your tomorrow, this time tomorrow. What are you doing? Ich kenne dein Leben nicht, weiß auch nicht, was du morgen um diese Zeit tust.
Do you know God wants to speak to us today? He speaks to us now. He speaks to us when we gather as the church. Aber er möchte heute reden. Er spricht jetzt, auch wenn wir als Gemeinde versammelt sind. But he also doesn't stop now. Aber er hört nicht nachher auf. And he leads us in our every moment. Aber er leitet uns jeden Moment unseres and Lebens. And it's about our awareness to the one. Und es geht hier tatsächlich um unser Bewusstsein in Bezug who auf den einen, personally present with me, der persönlich gegenwärtig ist in uns, who Jesus modeled to us, wo wir auch sehen, wie es Jesus uns vorgelebt hat. And we turn this idea und wir nehmen diese Idee, über die wir heute Morgen into auch reden, the experience of being und led. Wollen das in eine persönliche Erfahrung auch umwandeln, it's about wirklich putting geführt into zu sein. Practice. Es geht darum, das in die Praxis zu bringen. What it is to know the mind and the heart of God. Was es geht wirklich, das Herz und die Gedanken and, Gottes zu and kennen. And I really want to ask you to believe me. Und ich möchte euch wirklich bitten, mir zu glauben. And in your own words, say, Lord, show yourself to me. Und in deinen eigenen Worten wirklich auch zu sagen, Jesus, zeig du mich, Herr. Er zeigt du dich mir. He will do that. Und wenn du ihn bittest, dass er die, dass er sich dir zeigt, and dann wird er das tun. Sometimes things feel uneasy. Und manchmal fühlen sich die Sachen nicht so einfach an. Oh, you've got a dilemma. You've got more than one choice. Oder du hast, wie ich damals, ein Dilemma und hast mehrere Auswahloptionen. Or you're in a conversation with that person. Bist du dann in einer Konversation im Gespräch mit dieser you Person? Could say one of many things to the people. Und du könntest viel zu den Leuten and sagen. What is it that you say? Aber was ist es tatsächlich, dass du sagst? The more we practice following the Spirit of God, und je mehr wir das trainieren und einüben, dem Geist Gottes zu folgen, the less the questions come. Umso weniger werden dann die Fragen, die wir dabei haben. So, just in this last week, a quick story. Jetzt noch am Ende eine kurze Geschichte. A partner in our church. Ein Partner in unserem Doxadeo Campus. I'm just looking at. Are there children in the room? I think there might be. This last week, a partner in the church called me. Und die letzte Woche hat mich ein Partner aus der Gemeinde angerufen. I said hello and chatted, and they said something very, very surprising to me. Und er hat mich angerufen, hab Hallo gesagt, und dann hat er was sehr Erstaunliches, Überraschendes mir gesagt. They discovered that the senior person on the executive board of the government. Sie hat gesagt, ich hab entdeckt, dass der Geschäftsführer der Firma, die in der ich arbeite, had gone about some very inappropriate behavior, hat ein paar wirklich schlimme Verhaltensweisen gezeigt and in a way brought the company into disrepute. Und hat dadurch durch sein Fehlverhalten die Firma in ein ganz schlechtes Licht gebracht. And this person said to me, Matt, why has God put me here? Und dann hat mich unser Partner, die Person, gefragt, warum hat mich Gott hierher gestellt? So I said, I don't know. Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. I didn't. Habe ich nicht gesagt. I said, because he's got a plan for your life. Ich habe gesagt, ja, weil Gott einen Plan für dein Leben hat, deshalb hat er dich hierher gestellt. And I said, why does God always put me in these scenarios which are so complex? Und dann hat er sich selber gefragt, warum tut mich Gott immer in diese Situationen stellen, die so komplex und schwierig sind? And in my memory I realized that in their last job something very similar had happened. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass in seinem Job, den er davor hatte, was ganz Ähnliches passiert war. Honestly, I told them. Und ehrlich gesagt, ich habe ihm gesagt, ask God. Ich habe gesagt, frag Gott. Pray about that. Bet darüber. But I also knew in that moment they needed to hear something of affirmation. Aber ich wusste auch, dass in diesem Moment auch wichtig war, dass ich Sachen bestätige. I told him, go and look at the story of Daniel. Und dann habe ich gesagt, ja, geht und schau mal die Geschichte von Daniel. He finds himself in an environment that is so opposite to him. Der sich selbst auch damals, ihr kennt die Geschichte, in einem Umfeld wiedergefunden hat, das so gegensätzlich war zu seinem Glauben. Go read Matthew chapter 5. Oder lese Matthäus Kapitel 5. Where Jesus says, wo Jesus sagt, you are a city on a hill. Wo Jesus sagt, ihr seid eine Stadt auf let dem Berg. The light shine. Lasst das Licht leuchten. Amazing. Jesus's words. Es sind die Worte von Jesus. And in that, I believe the Holy Spirit spoke into their situation. Und in diesem Moment, als ich das bestätigt habe, glaube ich, dass der Heilige Geist auch in ihre Situation sometimes hineingesprochen we make hat. Big decisions in following the Holy Spirit. Ja, manchmal da geht's um große Entscheidungen in Bezug auf den Heiligen Geist nachzufolgen. Sometimes we just say simple words. Und manchmal geht's einfach darum, nur
einfache Worte And sometimes zu sagen. The Holy Spirit says, und manchmal sagt auch der Heilige Geist, leise, listen. Hör zu. Some people just need to be listened. Ja, und manchmal müssen Leute einfach nur hören. And that's the thing. The church is an amazing space. It's an environment where it's safe. Und hier, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, ist es ja ein unglaublich schöner Ort der Sicherheit. To share and encourage and practice. Ja, hier können wir, wenn wir zusammen sind, können wir das ausprobieren, uns ermutigen, trainieren. To celebrate the story of what God is doing in your life. Und auch miteinander das feiern, was Gott durch unser Leben tut. To learn how can I discover something of this. Und wir können miteinander lernen, was es bedeutet, dem Heiligen Geist zu folgen. But it's not just about this space right now, and then we're going to finish and then goodbye and we're going to go and ja, und es ist cool, das hier zu machen als Gemeinde, aber da hört's dann nicht auf und dann sagen wir tschüss und gehen nach Hause. It's about living guided by the Holy Spirit in our every waking moment. Es geht darum zu leben in unserem Leben geführt vom Heiligen Geist in jedem Moment, den wir leben. Can I take you back to that story and I'm going to bring this to close? Kann ich euch noch mal zurücknehmen zu dieser Geschichte von Anfang und dann abschließen? I didn't realize how much God would use that story, that example in my life when I was 19. Ich habe damals es noch nicht verstanden und auch nicht erwartet, dass Gott diese Geschichte von damals oder diese Entscheidung, die ich getroffen habe, in so einer Art und Weise nutzen wird. I've grown to realize that it was a turning point. Ich bin da hineingewachsen, habe das irgendwann immer mehr erkannt, dass das wirklich so ein Meilenstein war, ein Wegweiser, der mein Leben auf den Kopf gestellt hat. In my understanding of being led by the Spirit. Mhm. Und auch in Bezug auf mein Verstehen, was es bedeutet, vom Heiligen Geist geführt zu sein. At the time, it was like this thing that just okay. Damals war es einfach nur so, ja, okay. But the confidence you get in those moments and what God does in those moments. Aber das Vertrauen, was ich bekommen habe in diesem Moment der Entscheidung und wo ich mich habe führen lassen. We can't underestimate. Das kann ich gar nicht überschätzen. So follow. Es geht um Nachfolgen, follow. And I know that next weekend you're going to look at the next part. Und ich weiß, dass ihr nächste Woche auch noch mal auf ein weiteres Element schauen werdet. But we have to take a hold of this. Aber hier, wenn es darum geht, das müssen wir wirklich ergreifen. Of living a life guided by the Holy Spirit. Ein Leben zu leben, geführt durch den Heiligen and Geist. And not think, hey, this has been a nice thought on Sunday. Und nicht nur einfach jetzt denken und sagen, oh, das war ein ganz netter Gedanke heute am Sonntag. And then this afternoon we eat our chicken. Und dann heute Nachmittag. And then we forget. Haben wir es schon wieder vergessen. We need to embrace this and recognize those moments. Ja, es geht darum, dass diesen Gedanken wirklich zu umarmen und diese Momente auch anzuerkennen und zu erkennen. That shape and point us so that we can get to that decision of stepping in step. Die uns formen und uns ermutigen, auch hier Schritt für Schritt dem Heiligen Geist nachzufolgen, wenn er uns führt. Ja. Shall I share the Troas story? You're welcome. We were just chatting yesterday. Wir haben gestern gesprochen. And I don't know if it's like this in Germany, but it's very common to hear people say, who are Christians, say, if the door is open, God is opening it. Wir haben gestern darüber gesprochen, über die Tatsache, dass wenn wir in unserem Leben plötzlich eine offene Tür haben, dass wir dann auf jeden Fall denken, ja, Gott hat diese Tür aufgetan. And I think that's true. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall wahr ist. I just want us to look at an example in Paul's life. Ich möchte aber, dass wir ein Beispiel jetzt in dem Leben von Paulus kurz angucken. In 2 Corinthians. In 2. Korinther. Chapter 2, where we see actually, hang on a second. Da heißt es hier im zweiten Kapitel, im 2. Korintherbrief. Is this the Spirit leading me? Dass wir einfach auch manchmal anhalten sollten, trotz offener Tür, und fragen, ist es der Heilige Geist, der mich tatsächlich hier leitet? Danke. Und die Bibelstelle, die hier Paulus uns mitteilt, heißt es, ich war nach Troas gegangen, um das Evangelium von Christus zu verkünden. Und der Herr hatte mir eine Tür für seine Botschaft geöffnet. Trotzdem fand ich innerlich keine Ruhe, weil ich meinen Bruder und Mitarbeiter Titus nicht antraf, der mir Nachricht von euch bringen sollte. Daher verabschiedete ich mich von den Geschwistern und reiste nach Mazedonien weiter in der Hoffnung, ihn dort zu finden.
How many times might we... Oh, go on. Da ist noch ein Vers, habe ich euch unterschlagen. Vers 14, da heißt es, Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich die Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. How many times wie oft in unserem Leben would the door be open and we think, okay, this is God, I'm just going to walk through it. Ja, wie oft ist manchmal die Tür offen und wir denken, ah, Gott hat die aufgemacht und wir einfach durchgehen. And please, this is not to confuse us. Und jetzt geht's mir nicht, euch irgendwie zu verwirren heute Morgen. It's just recognizing that even someone like Paul had a moment where a door opened. Aber ich will einfach nur mit euch teilen, dass auch jemand wie Paulus plötzlich an einem Zeitpunkt war, wo eine Tür offen war. And the good Christian thing to say. Und das gute christliche Ding wäre jetzt zu sagen. It must be God. Es muss Gott sein. Go through. Und da gehe ich jetzt durch. And yet Paul has a check. He has something that just hang on. Ja, aber Paulus war auch da und hat gesagt, das muss ich jetzt prüfen und wirklich herausfinden, ist das jetzt tatsächlich von Gott. I don't know how difficult or how easy this was. Ich weiß nicht, ob das für ihn schwierig oder einfach war. But he decided this open door was not God's open door. Aber er hat irgendwie dann gemerkt, okay, diese offene Tür ist wohl doch nicht Gottes offene Tür. And we can sometimes. Und so können wir auch manchmal. Just think that this is the way, and so I must do it. Können wir einfach denken, das muss wohl der Weg sein, und deshalb muss ich das tun. And we need to pause and say, Lord, I just want to follow you in you. Just give me peace. Und wir müssen oder dürfen immer wieder anhalten und wirklich Jesus oder dem Heiligen Geist auch nachfolgen und sagen, schenk mir wirklich den Frieden. Zeig dich mir. And remember the way we know, I think, the way we know. Und erinnert euch, ist zumindest was ich denke, der Weg, wie wir herausfinden, ob wir wirklich, wenn wir Entscheidungen treffen, das Richtige entschieden haben. Is that they don't come into conflict with the fruit of what the Spirit brings to our lives. Dass wir nicht in Konflikt geraten mit der Frucht, die der Geist Gottes in unserem Leben hervorbringen möchte.